Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Telltale Batman. Jetzt wieder in der Batcave. Mal sehen, was wir jetzt machen werden. Also ich vermute ja, wir werden noch zu diesem Rededuell gehen, aber sicherlich nicht als Batman, oder doch? Okay, checken wir mal das Telefon. As per your request, Lieutenant Gordon has tripled security at the debate. Thanks, Alfred. Na, dann hoffen wir doch mal, dass da nichts Schlimmes passiert. It's a plan of the old Monarch Theater. The auditorium where the debate's being held. Ach, das war doch das, was in der Nähe ist, wo seine Eltern getötet wurden, ne? I hacked into the image feeds from the security cameras at the auditorium. Just to be safe. Just to be safe. Findet das Rededuell da statt und ich habe das gerade nicht mitgekriegt, Hills, oder? Details about your father. They must have been quite upsetting. I can't imagine how you must feel. To learn so much in so little time. To hear their crimes detailed, first by Falcone, then by a snake like Hill. It makes me question myself. You shouldn't, Bruce. You are your own man. And the city needs you, now more than ever. I'll leave you to it then. Ach ja, was können wir hier tun? Einen guten Kodex. Gut, den habe ich ja jetzt mittlerweile schon vorgelesen. Da dürfte nichts Neues sein. Nein, wir sind keine Dreiecke. Mein Gott, das ist aber ein Delay. Kann man mal drauf, ja. Was sagen wir denn lieber mit? In other news, nobody goes to Gotham's dive bars expecting a quiet night out, but police say a brawl tonight at the Stack Deck Bar in Otisburg was the rowdiest one in recent memory. Oh, das waren wir doch mit Catwoman, ne? Ja, genau. Wissen wir das, wie das war? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ach, wir haben ja auch den Punk bei der Polizei gesehen, ne? Ach, hier haben wir dann natürlich die Zeitungsartikel. Oh ja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt vorzulesen, weil die sind halt auch echt. Das geht halt schon sehr weit runter, wie man hier sieht. Und es ist halt im Grunde das, was uns passiert ist, ne? So, hier, da haben wir das entdeckt. Und das ist wahrscheinlich, was die Zeitung über diese Sachen geschrieben hat. Ich werde es jetzt erstmal nicht vorlesen und erstmal hier weitermachen. Mal sehen, was wir da so herausfinden. Wait a minute. The images on these cameras haven't changed. Something's wrong. Penguin's men may have commandeered the cameras on their end. We could just be looking at what they want us to see. Warn Gordon that he may have visitors. I have to get down there now. Weil ich bin nicht wirklich die Raserin, also. Würde sich für mich wahrscheinlich nicht lohnen. Harvey needs to get out of there. Der verschwindet jetzt bestimmt nicht, oder? Das sieht cool aus. I'm glad you called. I needed to talk to you, actually. Something's come up. Something that's. Well, it's not. Harvey, listen to me. Your life is in danger. Because of Penguin and his thugs? Thanks, but there is an army of security here. They have me in some back room until the debate begins. For my own protection, they said. A little bit of overkill, if you ask me. It's not overkill, Harvey. It's a real. Please. I need to get this off my chest. Look. Bruce. I didn't want to do this over the phone, but. Mit seinem Mischlos, Mom. My advisors are telling me that I need to. That I need to distance myself from you. Oh nein. Until all this mess with your family blows over. They're afraid it's not a very. I don't care, Harvey. You need to get out of there. I can't leave now. I mean, think of the message that would send to the voters. Bruce, I'm ahead in the polls. A win tonight, and I could take the election. Ja, oder du kannst with the allegations in the press, and now this mess with Falcone, you're a liability. Dankeschön. But here's the thing, Bruce.
Without your money, I am dead in the water. I know this is a delicate topic, but I need you to keep me afloat. I may have to trash you in public, but you and me, we'll know the truth about our friendship. No matter what, we need a new mayor. Hauptsache, der ist kein Bürgermeister mehr. I knew you'd see it that way. Listen, I hate to push you, but I need to know. Can I count on your money, Bruce? Wenn du damit Hillossen anschmeißt, dann ja, würde ich jetzt mal sagen. I'll always support you, Harvey. Oh, thank you, Bruce. Thank you. You don't know how much this means to me. To Gotham. I'm sorry, Bruce. The makeup person is here. Guess she needs to put on my face. Sieht so komisch aus. Ist die Make-up-Person wirklich die Make-up-Person? Okay, das hat sich so komisch an. Aber vielleicht ist sie doch jemand anderes. You are always my friend. Harvey. Wer weiß überhaupt, wer in diesem Raum nicht zu Pinguin gehört? Ich meine, der kann ja alle irgendwie gestochen haben. Oh mein Gott. Tauchen wir jetzt neben Gordon auf und erschrecken ihn, dieser Typ. Naja, yeah, all quiet so far. I've got a feeling that's about to change. Warum steht Gordon auf dem Dach da oben? This collaboration of ours. Keep on doing what you're doing, and the rest of Gotham will start to see you like I do. Oh, a hero. I appreciate the sentiment, Jim. We have bigger things to worry about right now. Your security has been compromised. I've got patrols on every door. You better check on them. Oh. Was macht die denn hier? I'd keep that holstered if I were you. What's she doing here? She was part of that robbery at the mayor's office. Really? You're gonna drag out that dead horse? The break-in isn't important. Protecting the debate is. You should be thrilled. You're getting a twofer. And double the trouble from the looks of it. This better not come back to bite me. Alpha Patrol, come in. Catwoman vertraut also nicht so gut. Kann man ihm nicht übel nehmen, ne? Incident in the bar. Dead is its own kind of cage. I can't stand being in it. Not that I needed your help or anything, but you had my back. I thought I'd repay the favor. You know, like you scratch my back, I cut some people up. Doing the right thing. Maybe there's hope for you yet. Don't read too much into it. I'm just allergic to owing you anything. None of my men on the ground are responding. Enough waiting. We're going in. Alpha, do you read? Now, aren't you glad I'm here? Well, you have a better shot than my SWAT team of getting in there quietly. We are seriously underfunded at the GCPD. Sounds like a vote for Dent, Lieutenant. Good evening, everyone, and welcome to our live debate for the next mayor of Gotham. Oh, das sieht ja schon mal nicht gut aus. This is an important debate for these two candidates. Incumbent Mayor Hamilton Hill and the wieder die mit ihren Masken, ey, sind immer dieselben. Harvey Dent. And it's also important for you, the citizens of Gotham, who will soon head to the polls to decide the future of your home. Müssen wir den jetzt gleich irgendwie angreifen? Irgendwie habe ich die Vermutung. Aha. Oh, Selina ist auch gleich hier. Dann wird das Ganze jetzt ein bisschen einfacher für uns, hoffe ich mal. Oh, dürfen wir jetzt die Drohne wieder steuern oder nicht? Oh shit, die weiß wohl nicht mehr retten. Gordon, we found one of your patrols. They've been terminated. As you might have guessed, there's been a change to tonight's program. First order of business. Jetzt hat er sogar eine Pinguinmaske auf. Firing the moderator. Jo. Schieß ihn einfach kaputt. Warum nicht auf den Bürgermeister? I hate to be a downer, but these hostages? I don't like their chances. They just didn't have a head for the issues. If we're quick and decisive, no one else has to die. If you say so. But Penguin's playing for keeps.
fanatics always do. Wir sind zwei, wir schaffen das schon. Da ist auch schon wieder Vicky. Oh nein, der Zombie-Typ. Oder was auch immer. Egal. Hey, we need a new moderator. You there? Yes! You! Thank you for volunteering! Please! No! Go on then! Introduce the candidates! Stage fright, huh? All right, I'll get you started. But this is your show. Three hostiles. Gotta take them out quietly. Tja. Jetzt wird sie auch mal in sowas verwickelt. Tja, wenn man auch überall sein muss, ne? Gut, sie gehört zur Presse, also war eigentlich im Grunde klar, dass sie jetzt im Rededuell da sein wird. Wenn man mal so drüber nachdenkt. So, können wir jetzt wieder die ganzen Schläge auswählen oder was? Okay. Ich nehme mal den hier. Ach. Wieder das schöne Spiel mit, wie schalten wir sie aus? Oh, er nimmt das einfach hoch. Oh, hier haben wir mehrere Optionen. Also, wir können die Tür nehmen, wir können aber auch den Tisch nehmen. Wobei ich sagen würde, wir nehmen die Tür, weil am Tisch sitzen mehrere Menschen und die müssten da voll ausweichen. Deswegen nehmen wir mal die Tür. Auch wenn das vielleicht lauter ist. Weiß ich nicht. Oh, schön. In den können wir bestimmt in die Kamera reinhauen, oder nicht? Oh, oder in den Bildschirm. Oder was ist das? Ach, ich kann Catwoman. Ja gut, Catwoman, dann schalte du den hier aus. Smart. Jo, das war schon ganz cool. Okay, da kommt der nächste. Oh, der wird mehr als eine bisschen Gehirnerschütterung haben. Nein, das kannst du vergessen. Keep your heads down. Make for the police line. And now a word from our sponsor. Schönes Bild. You have nothing to fear. We are the children. We are here to end the masquerade and expose the corruption at root in your city. For too long, men like your esteemed mayor have profited from the pain of innocence. They knew this was too big for Oswald alone. Someone else is pulling the strings. Smart. Let someone else do the dirty work. Look into the hearts of these spineless creatures. Go on, love. You know what to do. Als wenn... Nein, Mann. Ich hasse Spritzen. Oh Mann. Zum Glück sieht man hier nicht so wirklich was. Oh nein. Oh nein. Jetzt wird es gleich richtig stressig bestimmt. Das ist doch bestimmt der 100%ig diese Drogen, der Virus, was auch immer. Everybody in Gotham saw that moderator get shot on live TV. What's going on in there? First off, we should incinerate the pool. Warte. Was? Hat der gerade ernsthaft gesagt, man soll die Arme verbrennen? Okay. Was denkt der denn? We're out of time, Batman. The brass is going nuts with those two drunk on stage. Ich glaube, Harvey schlägt sich trotzdem relativ gut, oder? Corrupt politicians. And what about the corrupt elite? Um nicht zu bewegen, ach so.
Ach, sei doch leise. Ich hab gar nichts getan. Ach, er hat uns jetzt. Nee, er hat uns nicht. Ich dachte gerade, er hätte uns entdeckt. Oh Gott, ist das sein Vater? Dad. I thought your father was dead. Subject 9, Esther Cobblepot. You've been declared criminally insane and committed to Arkham indefinitely as a ward of the state. Please, I'll sell you the land. Please don't do this. You had your chance. You should have made the deal we offered you. Oh Mann, was haben die getan? Thomas, haben die mit der Droge angefangen oder ist das eine andere Droge? Please, you were warned, Esther. You know I always get what I want. Commence the procedure. Ganz ehrlich, was für ein verwöhnter Mistkerl. Now you know. Now you will see. Oh Mann, das war jetzt keine gute Idee, glaube ich. Mischen wir uns mal rein, ne? Batman! You certainly know how to make an entrance. Entrance. Go! Why don't you kick the crap out of here? Ach, er ist schon da. Oh, das war unsere Drohne. Umso größer man ist, umso tiefer fällt man, oder wie sagt man immer so schön? Was, welchen Knopf soll ich drücken? Okay. I took out Thomas Wayne. That was all him. He didn't know when to stop. I had him killed because of it. Oh mein Gott, du musst dich ablenken lassen. So this is for her. You won't let you kill anyone else. Oh, Harvey. Why you turn, Dent? Gut, den werden wir dann auch los, alles klar. Irgendwie macht uns das hier alles einfacher. Alle Korrupten werden gerade umgebracht. Where's your mate, Bruce Wayne? Your biggest supporter. And you didn't even turn up. Doch, wir sind sehr wohl hier. Du weißt das noch nicht. Batman! The revolution's already started! It's too late to join! Seine Pistole hat ja irgendwas, ne? Das muss man ihm lassen. Let Dent go! And what if I do? I'll crush every bone in your body. Oha. I knew you'd say something like that. Hat er sie erwischt? Nein, oder? Nein, 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 ich hasse euch alle. Stopp. Zum Glück gibt es diese Funktion. Lass uns das mal gerade kurz nachdenken. Wir können jetzt entweder Harvey retten oder wir können Catwoman retten. Harvey wird uns gleich mit so einer riesigen Lampe von Pinguin, der wahrscheinlich keine Rücksicht nimmt. Ich weiß nicht, worauf er geht, aber ich schätze mal auf seinen Kopf, wenn man mal so überlegt. Und Catwoman wird gleich von, wie viele waren das, 2 oder 3 Leuten angegriffen? Und ich meine, ja, ist schwierig. Aber ich würde mal sagen, sie ist Catwoman, ne? Im Grunde, sie kann sich schon irgendwo verteidigen, ne? Wenn es Catwoman nicht kann, wer sonst? Und Harvey ist halt, ja gut, er ist ein kräftig gebauter Kerl, aber er liegt am Boden, er ist weder noch in irgendwas ausgebildet, kann keine Kampfsportsachen oder sonst was. Und ja, er ist einfach irgendein Politiker gerade, ne? Der von sowas nicht so viel Ahnung hat. Deswegen würde ich sagen, ja, lass uns Harvey retten.
Auch wobei Catwoman uns halt so toll geholfen hat, aber komm. Es gibt hier kein richtig oder falsch, wirklich. Mr. Dent. Oh, scheiße. Thanks. Ja komm, wir retten wir sie ja trotzdem so einigermaßen. Ja, es ist ja noch so wenig gut gegangen, ne? Catwoman traut uns jetzt bestimmt wieder nicht. Es tut mir auch schon irgendwie leid. Aber ja, irgendwie muss ich mich entscheiden, ne? Aber seine Maske ist sogar noch da. Habt ihr gesehen, wie er sie angestarrt hat? Das ist die neue Liebesgeschichte dieses Spiels, Mann. Batman und die Pinguinmaske. Boah, das ist jetzt mein neues Traumpaar. Da kommt nichts dran an die Beine. Genug mit den Witzen hier, denn ich habe echt die Vermutung, dass es jetzt nur noch schlimmer wird für uns, weil, ganz ehrlich, nachdem dieses Video jetzt gezeigt wurde, wird das wahrscheinlich überall rumgehen und ich glaube nicht, dass sie einen Unterschied zwischen Bruce und seinem Vater machen werden. Also. Mr. Wayne. Lieutenant. Oh Gott, ist Korn auch gegen uns? Could have been much worse if the Batman hadn't been there. But there still will be scars. Did you see her? Oh, look for the blood. There. Oh nein, sie sind hinter ihr her. Aber sie schafft das schon, sie ist Catwoman. Ich bitte euch. Lawyers representing Bruce Wayne have no comment at this time. Okay, jetzt die schon wieder. Oder der schon wieder. Oder das. Was auch immer. Ach, das war schon. Ja. Okay. Das kam jetzt irgendwie echt unerwartet. Also ich hätte damit jetzt nicht gerechnet. Naja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Und ja, an der Seite laufen wohl die Credits ab. Mal sehen, ob wir diesmal wieder bei der Mehrheit meistens dabei sind oder ob es bei der Episode anders ist. Ja, hast du Falconis Schmerz gelindert oder hast du ihn leiden lassen? Du, 29,6% der Spieler haben Falconi leiden lassen. Echt? Die meisten haben seinen Schmerz gelindert? Oh. Ich war das nicht. Ich habe ihn auch gelindert. haben wir nicht gesehen. Hast du Selina geküsst? Das war klar, dass die meisten das gemacht haben. Hey, bisher bin ich nur in der Minderheit dabei. Aber ganz ehrlich, ich habe das jetzt, glaube ich, schon drei... Wie oft habe ich das gedacht? Keine Ahnung. Aber Harvey stand auf sie. Und es tut mir leid, aber ich bin halt einfach kein Fan von Bruce und Selina zusammen. Ich meine, sie sehen schon so als Batman und Catwoman schon ganz cool aus zusammen. Aber ich mag sie lieber so als Freunde. Auch wenn sich das jetzt blöd anhört. Aber ich weiß nicht. Ich bin kein großer Batcat-Shipper. Und für alle, die keinen Plan haben, was Shipping ist. Das ist, wenn man zwei Leute zusammen sehen will, sagen wir mal, ich mag Bruce und Selina und ich würde so gern sehen, dass sie zusammen sind. Dann shippt man die beiden halt. Und die haben halt auch einen Namen zusammen, das ist Batcat. Also im Prinzip, ich shippe halt nicht Batcat. Es gibt da, also besonders hier in dem Spiel nicht, es gibt ja 1000 Batman-Versionen. Zum Beispiel in der Serie Gotham finde ich die beiden ganz süß eigentlich zusammen. Da wachsen die auch zusammen auf und so. Aber sonst, wie gesagt, ich hasse Catwoman nicht, weil mir das andauernd angehangen wird, wenn ich sage, ich möchte die beiden nicht zusammen sehen. Nein, ich mag Catwoman, aber halt nicht so mit ihm zusammen. Und ich meine, das ist, da hat ja jeder auch eine eigene Meinung und das ist ja auch in Ordnung. Wir müssen ja nicht alle dasselbe mögen, so, bevor ich dann noch mehr darüber diskutiere. Hier haben wir noch die Entscheidung, hast du Bürgermeister Hill als Bruce oder als Batman besucht? Ah, da sind wir sogar bei der Mehrheit. Also 57,3% haben ihn tatsächlich als Bruce einen Besuch abgestattet. Okay. Wobei ich daher auch ganz gern gesehen hätte, was wäre passiert, hätten wir ihn als Batman besucht. Hätte es da, also wäre es da zur Schlägerei gekommen oder wäre es ruhig geblieben? Wäre auch vielleicht mal ganz interessant zu sehen. So, hast du deine finanzielle Unterstützung für Harveys Kampagne zurückgezogen?
Oh. 91% haben es nicht getan. Nur 8% haben es getan. Das ist aber, das ist schon ordentlich viele haben das, also haben zu Harvey gestanden noch. Das ist doch mal nicht schlecht. Und hast du Selina gerettet oder Harvey? Was? Die meisten haben Selina gerettet? Okay, geht wieder darauf zurück, dass die meisten halt aus dem Spiel jetzt ihre Romanze hier mit Selina haben wollen. Dann ist natürlich logisch, wenn man Selina unbedingt haben möchte, dann rettet man sie natürlich auch. Aber ganz ehrlich, Harvey war halt so der hilflose Politiker, der da lag. Und was hatte Pinguin in der Hand? Irgendwie so eine Lampe, womit man ja ausleuchten kann. Und stell dir mal vor, die hätte er direkt auf sein Gesicht geknallt. Weißt du, was das für Verbrennungen gewesen wären? Selina wurde ja jetzt... Ja gut, sie wurde ein bisschen angeschossen, aber dann haben wir ja im Grunde auch geholfen. Wir haben sie ja auch im Grunde mitgerettet jetzt. Und ja, sie hat jetzt eine Verletzung an der Schulter, aber das ist jetzt nichts, was nicht heilen würde, ne? Von daher, und man sieht es jetzt nicht so extrem, wie wenn der jetzt eine krasse Verbrennung im Gesicht hätte. So, ja, hier sind die ganzen, Entscheidungen nochmal zusammengefasst. Und was steht da? Im Andenken an Mark Neal? Oder ist wahrscheinlich irgendwer gestorben? Ich würde dann sagen, ich packe hier wieder, wenn es das gibt, wieder einen Trailer dahinter für die nächste Episode und hoffe mal, es hat euch gefallen. Die dritte Episode gibt es natürlich auch wieder hier. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Next time on Batman, the Telltale Series. Batman, save me. But I know this isn't over. Who are these people, Bruce? Authorities are scrambling. The so-called Children of Arkham have the city in a frenzy, but there's still no sign of their masked leader. With Hill and Falcone dead by their hands, the question on everyone's lips is, who's next? After that news about your father sending innocent people to Arkham, sounds like the whole city wants your head on a pike. The Waynes have always run this company, but now... they want to decide what your future at this company will be. Do you really think Bruce Wayne is worth protecting? What do you want from me? You know what I want. No more hiding! Not for anyone. But don't worry. Bruce Wayne's finally gonna get what's coming to him. Bruce! Bruce!